Hi, willkommen. Ich bin der Max und mittlerweile seit über 4,5 Monaten auf Weltreise. Und unser letztes Land war Australien, wie ihr bestimmt schon in den ein oder anderen Videos mitbekommen habt. Und ich habe auch dort wieder all unsere Kosten mit aufgeschrieben. Das heißt, heute kommt wieder das Video, in dem ich meine Kosten offenlege, was wir für 6 Wochen Australien zu zweit gezahlt haben. Bevor ich aber anfange, noch kurz unsere Reiseroute, was wir alles da gemacht haben in Australien. Einfach damit man so ein bisschen einschätzen kann, waren wir nur an einem Fleck, waren wir viel unterwegs, was haben wir alles gemacht. Einfach, dass man das mal so ein bisschen mit auf dem Schirm hat. Weil ich finde, je mehr man macht, je mehr man unterwegs ist oder wie man reist, beeinflusst es natürlich auch nochmal die Kosten. Wir wollten ja eigentlich ursprünglich in Sydney oder Melbourne anfangen und dann mit dem Auto einfach hochfahren bis nach Brisbane und Cairns. Und irgendwie relativ spontan in Indonesien haben wir dann komplett alles über den Haufen geworfen und haben gesagt, hey, wir machen es komplett anders. Wir sind von Auckland ja gekommen, wir sind von Neuseeland gekommen und sind direkt in das Herz von Australien geflogen. Also direkt ins Outback nach Alice Springs und von dort haben wir uns den Uluru angeschaut. Auch dafür habe ich schon ein Video gemacht. Ich verlinke euch mal die Playlist mit allen Australien-Videos auch unten in die Infobox mit rein. Dann könnt ihr, falls es euch interessiert, was wir in Australien alles so erlebt haben, da mal reinschauen. Wir haben uns erst 2 Tage Alice Springs angeschaut, waren dann für 3 Tage beim Uluru, waren dann noch 1 Tag wieder in Alice Springs und sind von Alice Springs nach Adelaide geflogen, weil wir uns von dort aus ein Auto gemietet haben und wollten die Great Ocean Road machen. Weil es auch ganz viele sagen, hey, ihr müsst von Adelaide nach Melbourne die Great Ocean Road machen. Was wir allerdings nicht wussten, weil wir dachten halt tatsächlich, dass die Great Ocean Road halt wirklich in Adelaide beginnt und in Melbourne aufhört. Weil jeder immer sagt, von Adelaide nach Melbourne, dass aber die ersten 500 Kilometer eigentlich gar nichts ist, sondern nur Straße und gar nicht so Great Ocean Road, sondern erst so das letzte Stück, die letzten 300 Kilometer tatsächlich ungefähr die Great Ocean Road waren wir einen Tag nur im Auto unterwegs. Und dann sind wir ein paar Tage, ich glaube 5-6 Tage in Melbourne gewesen, sind von Melbourne nach Sydney geflogen, waren dafür einen Tag erstmal, sind dann zu Freunden von meinem Bruder gefahren auf eine Farm. Bei Gosford war auch mega die coole Zeit. Für 3 Nächte sind dann wieder zurück nach Sydney, haben da noch 6 Tage verbracht und sind von Sydney aus dann, wie wir es eigentlich ursprünglich geplant haben, nur nicht mit dem Auto, sondern mit dem Flieger nach Brisbane geflogen, wegen den ganzen Buschbränden und das alles wollten wir nicht irgendwo durchs Feuer fahren. Haben uns Brisbane angeschaut, sind von Brisbane nach Cairns geflogen, haben uns das Great Barrier Reef angeschaut, haben da eine Tour gemacht und sind dann von Cairns noch nach Darwin geflogen, haben da Krokodile gesehen, haben da auch noch ein bisschen was angeguckt. Und dann ging es für uns wieder raus aus Australien. Wir sind jetzt auf den Philippinen. Aber einfach damit ihr so wisst, okay, was haben die alles von Australien gesehen, würde ich es anders machen. Wir waren tatsächlich alle 5-6 Tage halt an einem anderen Ort. Das ist super anstrengend und ich wäre gerne länger überall gewesen. Mein Favorit war auf jeden Fall Sydney, wenn ich eins rauspicken müsste. Aber natürlich auch Melbourne war mega cool. Der Uluru, es ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und auch am Great Barrier Reef tauchen. Also wir haben echt coole Stops mitgenommen. Man kann nicht alles sehen. Aber ja, das ist mal so grob dazu, bevor ich wirklich zu den Kosten komme. Aber sonst kann man es, finde ich, gar nicht einschätzen, wenn man sagt, ja okay, die waren in 6 Wochen nur in Sydney. Dann ist es was anderes, wie wenn ich 6 Wochen aber wirklich halb Australien bereise. Ich habe hier wieder meine coole App, wo ich jede einzelne Ausgabe, jeden einzelnen Cent mit aufgeschrieben habe. Das heißt, wir haben alle Kosten wieder da und wir gehen wieder die einzelnen Kategorien durch. Ganz kurz zur Übersicht. Wir waren in Australien vom 15. Januar bis 27. Februar. Wir hatten ein durchschnittliches Tagesbudget von 113 Euro, ein Gesamtbudget von 5000. Wir haben mal gehofft, dass wir mit 2500 Euro durchkommen. Ob wir es geschafft haben, seht ihr wieder am Ende des Videos. Auch mit der Fremdwährung, damit ihr wieder einschätzen könnt, was ist denn das für ein Wechselkurs. Ein australischer Dollar sind 0,62 Cent ungefähr und wir gehen jetzt gleich wieder die einzelnen Kategorien mit durch. Für die Unterkünfte haben wir insgesamt 1610 Euro bezahlt. Wenn man das grob übersteckt, für 6 Wochen haben wir 19 Euro pro Nacht ungefähr im Schnitt ausgegeben. Wir haben auch fast nur in Hostels geschlafen. Man sieht auch gleich noch ein Hotel für eine Nacht, das war einfach viel, viel zu teuer. Und bei den Hostels haben wir aber in einem Privatzimmer zu zweit geschlafen. Und wir wollten mit unseren ganzen Wertsachen nicht in so 8- oder 9-Bett- oder 10-Bettzimmern schlafen oder was es da alles gibt. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Vor allem hat man halt da auch immer noch eine Küche, kann was kochen und muss nicht immer essen gehen, weil man halt doch Nudeln oder sowas recht günstig bekommt. Hier kann ich euch wieder einen Einblick geben, was wir für die einzelnen Unterkünfte bezahlt haben in Euro. In Cairns haben wir zum Beispiel 174 bezahlt, in Darwin 224. Dann ist einmal ein Hotel dabei, das war eine einzige Nacht, weil wir in Sydney so ein Layover hatten, als wir von Auckland drüber geflogen sind. Dann Brisbane Hostel, Alice Springs Hostel, nochmal Alice Springs Hostel für eine Nacht,
Da sind wir bei 36 Euro, das heißt also ein bisschen unter die 20 Euro Grenze. Wir haben einmal auf einem Campingplatz geschlafen, auch bei der Great Ocean Road. Das war für einen Campingplatz, wo wir in unserem eigenen Auto schlafen müssten, schon recht teuer. Okay, wir haben noch zwei Decken dazu geschmiedet, aber trotzdem. In Melbourne hatten wir tatsächlich sowas, Mischung zwischen Hostel und Hotel, das war aber ganz gut. Und in Sydney eine Airbnb-Wohnung war im Vergleich tatsächlich zu den Hotels und Hostels günstiger, aber halt trotzdem im Schnitt doch relativ teuer, wobei wir aber auch für 10 Nächte die Wohnung hatten. Falls ihr tatsächlich noch nicht bei Airbnb angemeldet seid, dann sichert euch auf jeden Fall jetzt die 34 Euro Rabatt, das klingt wie so ein Werbespruch, aber die ihr auf eure erste Buchung bekommt, haben gerade eine Aktion, Link ist unten in der Infobox über die Freundschaftswerbung. Dann jetzt ein Konto erstellen, weil egal wann ihr eure erste Buchung habt, ihr könnt das Guthaben schon mit einlösen, also das wird gespeichert. Also man hat nichts zu verlieren und wie gesagt, wir reisen eigentlich sehr, sehr viel über Airbnb. Sind auch hier jetzt wieder in einer Airbnb-Wohnung auf den Philippinen, aber in Australien waren tatsächlich doch meistens die Hostels günstiger. Für die Flüge haben wir auch insgesamt 1500 Euro bezahlt, wir sehen gleich, worauf es sich zusammensetzt. Einmal der Flug von Auckland nach Alice Springs natürlich, von Neuseeland in die Mitte Australiens zu fliegen, das ist natürlich ein Stück, haben wir 600 Euro knapp bezahlt. Dann von Alice Springs wieder runter nach Adelaide, waren für jeden ungefähr 130 Euro. Von Melbourne nach Sydney, das ging voll, der Flug hat nur 60 Euro gekostet. Wir haben ja wie gesagt auch immer nur ein Gepäckstück zum Aufgeben, das spart uns auch nochmal bei jedem Flug ein bisschen was. Dann auch der Flug von Sydney nach Brisbane, das ist was ich meinte. Wir sind meistens so mit Jetstar Asia oder Tiger Air geflogen, das sind halt so die Billig-Airlines da. Kostet halt auch knapp über 50 Euro, um nach Brisbane zu kommen. Von Brisbane nach Cairns auch knapp 60 Euro pro Person. Und von Cairns nach Darwin, der Flug war tatsächlich wieder ein bisschen teurer, der hat insgesamt 250 Euro gekostet. Ich habe auch alles eingegeben, wieder bei Prima Klima, habe es zusammengerechnet und zum Kompensieren haben wir dafür 86,40 Euro bezahlt. Aber ja, so haben wir tatsächlich es geschafft, in Australien auch relativ viel zu sehen, viele verschiedene Facetten kennenzulernen und vielleicht, wer weiß, kommt man ja irgendwann nochmal mehr hin und kann dann dahin gehen, wo es einem am besten gefallen hat. Dann als nächster Punkt, ich muss schon lachen, weil ich genau weiß, was kommt. Der nächste Punkt ist Sonstiges. Wir haben 793,23 Euro bezahlt für Sonstiges. Da sind einmal Haarschnitte dabei. Wir waren beide beim Friseur in Sydney, was nicht der günstigste Haarschnitt war. Es gab tatsächlich auch mal welche für 12 Dollar, aber die sahen halt auch dementsprechend aus und es war uns dann doch ein bisschen komisch. Und deswegen haben wir uns für einen entschieden, der sehr gute Bewertungen hatte im Internet. Hat aber halt auch 40 Dollar gekostet, so ein Haarschnitt. Dann habe ich nochmal eine Postkarte verschickt, das hat auch 1,90 gekostet. Anni, Grüße gehen raus, ich hoffe, sie ist schon angekommen. Und dann, bestimmt habt ihr die Story schon gesehen in meinem Video, wir haben einen Feueralarm in einem Hotel ausgelöst in Darwin. Ich habe dazu ein komplettes Storytime-Video aufgenommen, in der Insta-Story war es auch zu sehen. Verlinke ich euch auf jeden Fall oben im i hin. Super lustig, aber ja, sind halt 740 Euro, also 1200 australische Dollar, nicht so geil gewesen. Und das ballert natürlich schon rein ins Budget, das rechnen wir auch nachher mal für uns hier wieder raus, damit ihr einfach eine Einschätzung habt, wenn euch sowas nicht passiert. Dann unser nächster Posten ist Transport. Der war auch in Asien natürlich viel, viel günstiger, weil in Australien zahlst du einfach für Transport so, so viel mehr. Hier sieht man die Preise in Euro, wie viel wir ungefähr bezahlt haben. Es ist meistens der Shuttle vom Flughafen in die Stadt rein zum Hostel oder ein Mietwagen, den wir bezahlt haben. Hier haben wir den Mietwagen für die Great Ocean Road. Wir haben da echt einen günstigen Deal gefunden. Für 3 Tage Mietwagen von Adelaide runter nach Melbourne. Und das Sprit ist tatsächlich relativ günstig. Wir haben da einmal getankt für 42 Euro, einmal für 32 Euro. Dann braucht man in den einzelnen Städten, zum Beispiel in Melbourne oder in Sydney, immer so Karten wie zum Beispiel die Mikey Card oder die Opel Card, dass ihr da einfach die öffentlichen U-Bahnen und das alles nutzen könnt. Da braucht man eine Karte, die kostet manchmal auch noch was. Und es lohnt sich tatsächlich auch hin und wieder mal mit Uber zum Beispiel zu vergleichen, ob nicht ein Uber sogar günstiger rein ist in die Stadt, wie der Sammelbus. Und gerade in Darwin hat der Uber nur die Hälfte gekostet, das was der Zug eigentlich gekostet hätte. Also fanden wir echt krass. Somit haben wir aber für den Transport auch knapp 536 Euro ausgegeben. Dann die nächste Kategorie, Aktivitäten, da haben wir es ein bisschen mehr krachen lassen, das muss man auch dazu sagen. Da waren wir in Neuseeland zum Beispiel, um einige Spaß zu machen. Aber wenn man schon mal da ist, dann muss man das einfach machen. Und wir haben insgesamt für die Aktivitäten 826,65 Euro ausgegeben, also schon echt, echt krass viel. Da war die 3 Tages Uluru-Tour dabei. Unsere Uluru-Tour hat knapp 215 Euro oder sowas gekostet. Da war eigentlich alles mit dabei, plus wir sind von Alice Springs ja bis zum Uluru gefahren, was ja einfach auch eine knapp 7 Stunden Busfahrt oder so mit beinhaltet hat und auch wieder zurück. Wir haben das Ganze über eine Seite gebucht, die heißt Backpacker Deals und das war halt wirklich für eine 3-Tages-Tour das günstigste, was man kriegen konnte. Dann, was wir auch gemacht haben, das Video habt ihr hoffentlich auch schon gesehen, wir waren tauchen, Scuba Diving am Great Barrier Reef.
Max war nur schnorcheln. Ich habe einmal Scuba Diving gemacht. Ich glaube, Max hat um die 100 bezahlt, ich habe um die 140 bezahlt. Sowas um den Dreh. War einfach mega die coole Erfahrung. Und in Darwin haben wir noch Krokodile gesehen. Wir sind so zu einer Spectacular Jumping Crocodile Tour gefahren. Irgendwie hatten wir wahrscheinlich so das Pech, dass bei uns die Krokodile an dem Tag nicht so gesprungen sind. Hat uns nicht ganz so gut gefallen, muss ich auch ehrlich gesagt zugeben. Diese drei Hauptaktivitäten haben wir eben gemacht. 826 Euro für Aktivitäten. Also schon ein Haufen Batzen an Geld. Dann, wie wir uns ernährt haben in Australien, war hauptsächlich so, dass wir sehr viel, wir waren in Hostels unterwegs, das heißt, wir haben im Supermarkt eingekauft, haben Nudeln gekauft, haben eine Nudelsauce gekauft, haben Sandwiches oder Toast gekauft, haben uns einen Hummus gekauft, ähnlich eigentlich, wie wir uns in Neuseeland ernährt haben. Zum Frühstück gab es meistens Haferflocken mit Bananen und Milch. Ihr seht auch hier die Einkäufe immer, was wir so bezahlt haben. Es lag halt auch meistens, wir haben kleine Einkäufe gemacht, wir sind bei Woolworth einkaufen gewesen. Uns hat halt meistens so 5 oder auch mal 20 Euro oder auch mal 6 Euro, 11 Euro. Also wirklich unterschiedlich, je nachdem, was man eingekauft hat, aber jetzt auch nicht die Welt. Australien ist von den Supermarktpreisen schon ein bisschen teurer, wie jetzt Deutschland. Also Bananen 4 Dollar, eine einzelne Avocado teilweise 4 Dollar, wenn man Glück hat 2,50 Dollar. Es ist nicht günstig, auf jeden Fall. Wir sind tatsächlich aber auch, und das ist der nächste Punkt, wir haben, wie gesagt, für die Einkäufe 330 Euro ausgegeben in den 6 Wochen, was eigentlich insgesamt okay ist. Wir waren aber tatsächlich auch in Australien viel öfters in Restaurants als in Neuseeland. Und es gab auch einfach mehr Möglichkeiten, weil wir doch viel in Städten waren. Auch da übrigens, ich habe mir vorgenommen, auch da das ein bisschen detaillierter mittlerweile mit aufzuschreiben. Weil ich finde zum Beispiel hier bei Essen, ich weiß nicht mehr, was wir da gegessen haben, aber für euch ist es vielleicht interessant. Essen im Sri Lanka Food Market, da haben wir zweimal am Food Market gegessen. Da mussten wir tatsächlich auch mal am Flughafen Essen bezahlen. Tatsächlich war es in Australien sehr die Ausnahme, dass wir nichts Kostenloses in Lounges essen konnten, weil bei den Inlandsflügen die Lounges meistens eher in den internationalen Terminals waren und deswegen konnten wir die nicht nutzen. Aber für alle, die eh wissen wollen, wie wir es immer schaffen, in die kostenlosen Lounges zu kommen, Link unten in der Infobox. Es geht hauptsächlich um die American Express Kreditkarte, weil damit kommen wir da kostenlos überall rein und es lohnt sich für uns einfach so mega, wie viel wir da schon gegessen haben und kostenlos und uns die Kosten sparen. Hier haben wir natürlich Low Budget gegessen. Für eine Hunde-Sushi-Rolle hat es manchmal gereicht und dann haben wir gesagt, ja okay. Wir haben auch mal Cider und Wein gekauft, dann haben wir mal Burger gegessen. Das ist so ein Standard-Burgerpreis, 15 Euro mit Pommes und vielleicht einem Getränk dazu. Ist aber auch ein günstiger Burgerladen. Genau, das haben wir so an Essen ausgegeben in Restaurants. Dann haben wir Kleidung. Ja, das ist natürlich auch was. Nach 4 Monaten Weltreise sind auch irgendwann die Schuhe runtergerockt. Und wir haben uns beide neue Schuhe gekauft. Ich habe für 34 Euro Schuhe gekauft, Max für 92 Euro Schuhe. Weil ich habe mir bei Target mal noch einen Tanktop gekauft und jeder von uns hat noch eine Badehose gekauft. Wir mussten auch einfach nach 4 Monaten mal ein bisschen wieder upfreshen. Tatsächlich sind auch unsere Klamotten, die mal am Anfang von der Reise weiß waren, nicht mehr ganz so weiß. Und dann, was wir auch gebraucht haben, was vielleicht auch nicht unbedingt jeder braucht, ein Visum für 71 Euro. Das ist auch was gewesen. Wir sind ja ursprünglich von Bali aus nach Auckland geflogen und da sind wir aber über Sydney geflogen und da standen wir damals am Check-in und die meinten so, ja und wo ist euer Visum für Australien? Und ihr so, also es ist ja nur ein Transit-Aufenthalt in Sydney, das heißt wir fliegen ja gleich weiter, wir reisen ja gar nicht in das Land ein und die meinten so, ihr braucht trotzdem ein Visum. Wir haben das vor Ort beantragt und die haben uns eine Seite gegeben und die hat was gekostet, anscheinend geht es bei der kostenlosen Seite genauso schnell. Die haben uns einfach die Seite empfohlen, das hat auch gleich funktioniert. Man nennt das halt auch Lerngeld, ne? Dann die nächste Ausgabe Drinks, da haben wir uns echt zurückgehalten, weil wir echt seltenst wirklich trinken gegangen sind. Aber Alkohol ist einfach krass teuer in Australien und das gönnt man sich da einfach nicht so oft. Und wir waren einmal auf einer Party, da hat jeder sich einen Drink gegönnt, das war jeder mit Gin Tonic. Und das war noch in der Happy Hour, das kann ich mich auch noch dran erinnern. So ein 250 Milliliter Glas Bier oder 200 Milliliter Glas Bier kostet so 4,20 Euro. In den meisten Fällen sowas um den Dreh, 7 Dollar. Das Internet, das war sehr, sehr günstig. Wir hatten, glaube ich, oh, lass mich lügen, ich glaube von Vodafone wieder ein Angebot. 15 Euro hat es gekostet für, ich glaube, 50 oder 35 Gigabyte. Auf jeden Fall mehr, als man aufbrauchen kann. Also das war sehr gut. Und der letzte Posten, wir haben tatsächlich nur zweimal Wäsche gewaschen. Kann man das schaffen? Ich überlege gerade, doch, wir hatten in Sydney tatsächlich eine Waschmaschine in unserer Airbnb-Wohnung. Insgesamt kommen wir, das sind jetzt die ganzen Europreise, auf 6.135 Euro in Australien für 6 Wochen. Das heißt, in 6 Wochen pro Person über 3.000 Euro ausgegeben.
sind aber bestimmt pro Woche halt auch einmal geflogen. Was man natürlich rausrechnen kann, ist der Feueralarm, der uns 750 Euro da gekostet hat. Das heißt, ohne den Feueralarm wären es so circa 5.400 so roundabout. Ist auf jeden Fall eine Stange Geld. Australien war aber mega cool, war mega die Erfahrung. Wie gesagt, ich wäre gerne noch länger geblieben, aber es war halt auch einfach zu teuer. Es hat sich gelohnt. Wir wussten, dass Neuseeland und Australien unsere teuersten Länder werden und haben deswegen natürlich auch mehr Budget eingeplant. Wir haben die 5.000 Euro Budget, von das wir uns am Anfang gesetzt haben, nicht ganz geschafft, aber wir wollten auch ein bisschen das Leben enjoyen. Und ich finde, das darf manchmal auch nicht zu kurz kommen, wenn man wirklich dann zu sehr sagt, hey, das darf ich mir nicht gönnen und das darf ich mir nicht gönnen. Man macht Reisen halt auch keinen Spaß mehr. Vielleicht nicht die schlauste Idee, das im teuersten Land zu machen. Ja, falls ihr uns natürlich unterstützen wollt bei unserer Reise, ich packe euch auch noch ein paar Links unten in die Infobox, wo ihr auch was davon habt. Mein Patreon verlinke ich unten mit rein. Am einfachsten unterstützt man natürlich mit einem Daumen nach oben, indem man die Videos anguckt, durchguckt und vielleicht sogar die ein oder andere Erwerbung nicht überspringt. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ich würde mich freuen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und ciao.